Westlich der Autobahnabfahrt Derneborch beginnt die 14 Kilometer lange Baustelle. Der Blick geht in Richtung Hildesheim. Dort befindet sich die Abfahrt Derneborg-Salzgitter. Über die Brücke führt die Bundesstraße 6. Zwei Kilometer weiter in südlicher Fahrtrichtung östlich von Holle wechseln die Fahrspuren innerhalb der Baustelle. An jener Brücke geht die Autobahn A39 von Braunschweig über in die A7. Ein Blick auf Holle und in nördliche Richtung. Hier ist eine neue Autobahnbrücke in Bau, über sie soll ein Feldweg östlich des Dorfes Silium führen. Dort im Süden eine weitere in Bau befindliche Brücke in der Feldmark von Silium. Und da liegt das Dorf. Beim Durchfahren fällt ein internationaler Wegweiser ins Auge, den man eher an einer so großen Autobahn wie der A7 vermuten würde. Weiter geht's nach Volkersheim. Bis hierhin haben die von Norden kommenden Fahrzeuge 9 Kilometer Baustelle hinter sich. Die Straßenbrücke zum Jägerhaus und weiter nach Seelde ist hier in Bau. Das Städtchen Bokenem. Ganz hinten ist die Autobahnabfahrt Bokenem zu erkennen, von der jetzt der Blick zu einer Brücke westlich von Malum fällt. An dieser Stelle wurde eine Behelfsbrücke errichtet, da die Straße nach Bodenstein und Luther stärker befahren ist. Ein Blick von der Behelfsbrücke in Richtung Süden zur nächsten, nicht in Bau befindlichen Brücke nordwestlich von Ortshausen. Hier endet nämlich die Autobahnbaustelle. Wer von hier aus Richtung Norden fährt, kann sich über die 14 bevorstehenden Kilometer ärgern. Dort geht's nach Rüden auf der alten 1961 fertiggestellten A7 weiter.